Nachdem wir beim letzten Mal ein paar Gegner in der Arena besiegt haben und die Froststraße, wie heißt sie genau? Die nördliche Froststraße abgeschlossen haben, kommen wir nun zum U-Bahnhof auf Eis. Und damit, okay Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer erneuten Episode von Kirby und das vergessene Land ganz genau. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Hab mega Bock drauf. Schließe den Abschnitt ab, rette die verständigten Waddledees. Wir schauen natürlich wieder jedes Achievement, ihr wisst Bescheid. Let's go. Mit U-Bahn habe ich so meine Sachen. Keine Ahnung, ich bin noch nie in meinem Leben zum Beispiel U-Bahn gefahren. Seltsam. Sag ja. Nee, du bist Bombenwerfer. Jetzt auch schon über eine Woche her. Okay, ich sag dazu jetzt einfach mal nix. Das war weird. Das ist die beste Ability, die wir je hatten. Schlafen. Okay. Es lädt einfach. Wahrscheinlich ein sehr großer Bereich hier. Ja, ich sehe es schon. Hier rechts, das da hinten sieht, das sieht aus, als könnte man da hin. Entsorgen kann ich hin. Oh, Eis ist rutschig. Ja, okay. Finde ich gut. Finde ich ganz cool. Das da unten sieht aber aus wie Eiswasser. Das sieht dann wieder ohne. Okay, ich würde sagen. Los. Ah. Der einzig wahre. Ich will diese Ability nicht. Ich muss. Bomben. Ich dachte gerade schon. Ja, die da haben wir. Wir haben bis jetzt auch noch kein Secret Achievement. Das macht mich ein bisschen stutzig. Ja, auch kicken. Hier sammeln wir natürlich alles ein. Vielleicht gibt es hier auch wieder so einen Bosskampf, so einen Mini-Zwischenbosskampf. Und da gibt es ja immer ein unfaires Achievement. Ja, kann passieren. Durch. Dann hier. Ein. Da lang. So. Sprung. Und einsammeln. Ein Sammelgegenstand. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die Dünger genau heißen. Für mich so ein Sammelgegenstand. Down. Okay. Hier hoch kann man aber. Blätter auf Züge. Das ist ein Zug? Ah ja, von hier würde ich es erkennen. Okay. Das heißt, wir müssen in der Metro Station auf Züge drauf. Drüben ist ein Zug. Ich glaube aber nicht, dass wir auf den drauf. Hier so ein Bomberman. Perfekt. Hier geht ganz schön die Party ab. Ah, die kriegen hier auch direkt schon Bombe. Wow! War beabsichtigt so. Oh mein Gott, das Eis ist mega rutschig. Ich muss zielen und werfen. So, er ist auch down. Sehr schön. Eis. Perfekt. Oh, ich hätte jetzt so gern auch ein Eis. Ihr glaubt nicht, wie warm es gerade ist. Das ist der Wahnsinn. Das ist der wärmste Tag des Jahres bisher. Bis da vorne sieht nach einem Kampf aus. Versuch's erstmal damageless. Das ist meistens eine gute Option. Also wenn ihr einen Kampf mit einem Achievement machen wollt, versucht es immer zuerst erstmal damageless. War nicht das Achievement? Oh Mann, aber sowas habe ich gar keines. Wir können wechseln zum Hammer. Ja, dann nehme ich den nochmal hier rüber. Da kann man hoch. Das ist ein Zug. Waddledee. Und ein Geldkreis. Warum auch nicht? Ey, ihr glaubt nicht.
Also, wenn ihr schon mal ein Mario Odyssey oder so gespielt habt in der zweiten Welt, Wüstenwelt, oder ihr habt Donkey Kong gespielt, gibt's in Donkey Kong gibt's auch rutschige Flächen. Nichts im Vergleich hierzu. Kein Scherz. Natürlich hau ich die rein. Das sieht sehr verdächtig aus. Und wir bekommen... Versteckten Waddle Dee dafür. Das finde ich gut. Ist auch der erste. Gut, also noch nichts verpasst. Das ist ja wichtig. Kann sein, dass das Licht ein bisschen anders eingestellt ist. Ist ja auch egal. Ja, rüber da. Stimmt, wir können unseren Sprung ja ein bisschen verzögern. Wenn wir der Luft hier noch hauen. Okay. Hier sind Zeiss-Apfen. Uah! Die in einem sehr regelmäßigen Takt kommen. Jetzt nicht gerade. Ich habe auch einen Hammer. Meiner ist größer. Oh, das hätte ich gar nicht gesehen. Oh mein Gott. Dafür gibt es einen Sammelgegenstand. Überlebe ich. Die Affen rasen durch das Eis. Lass mich von allem treffen, den du dich treffen lässt. Hier gibt's einen Waddle Dee für. Finde zwei geheime Wege. Ja. Wusste ich. Lol. Okay. Oh, hier gibt's wieder Splitter zu sammeln. Und kleine Affen zu verprügeln. Hier hinten, das ist das. Aber nicht. Okay. Okay, ihr macht einfach im Kreis. Bin hier nur auf Durchreise, dankeschön. Okay. Oh Gott. Aber gut, das Timing hat man gesehen. Dass wir irgendwo eins verpasst haben. Aber wo? Ist jetzt so ganz offensichtlich. Oh mein Gott, ja. Ja gut, das, also ist, ja, wir müssen wieder hochkippen. Das hätte ich wissen können. Die Hoffnung liegt auf hätte. Mit Essen dafür und Trinken und einen Waddle Dee. So will ich das. Das finde ich doch super. Sprung. Hammer, Sprung, zack, Hammer, Sprung, zack, zack. Ich könnte damit schon große Distanz machen. Also der Hammer ist cool für so Quick Jump. Bin schon wieder komplett in einem anderen Universum, nicht? Quick Jumps. Kirby. Wer ist da hinten? Ist Sass. Gibt es auch... Und oh, wir haben den zweiten Weg gefunden. Ja, lol. Dafür gibt es... Oh, nee. Unverwundbarkeitslollis hasse ich, weil da muss man immer fast sein. Lauf, 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 lauf. Waddle Dee. Oh, lass mich weiterlaufen, hallo. Ja, wir müssen nach rechts. Okay, da kann man hoch auf die Teile. Wer bist du denn? Toll. Qualitätscontent. Natürlich kann man da hoch. Doch obvious. Da, 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 da.
Oh, lol. Der fährt das wahrscheinlich rein oder runter. Genau. Da ist dann Waddle Dee. Prediction. Lol, der fällt mit runter. Attackieren. Okay, perfekt. Ja, man kann damit aber auch schon ganz gut Distanzen überbrücken, wenn man sich gut anstellt. I saw this. Ist das hier Zusatz-Content oder muss man hier? Ich habe keine Ahnung. Ne, es sind keine Kisten. Wir sind jetzt halt hier oben für den Waddle Dee. Wir haben alle, oh mein Gott. Ich bin mir sicher, wir haben doch safe schon eins geskippt. Nein? Okay, wir können das vielleicht sogar first tryen, Leute. Einfach first try. Leute, first try, alle Achievements. Ich glaube, hier muss man rüberfliegen. Wir haben das einfach first tried, Leute. Egal. Du kannst doch safe kaputt hauen. Ja, ja. Genauso wie ich ihn jetzt kaputt hau. Ah. Im first try. Das zweite Level der dritten Welt. So will ich das. So bin ich damit zufrieden mit meinen Leistungen. Oh, ich habe meine Maus im Bild. Ah, wobei, ihr seht das nicht. Passiert mir in letzter Zeit häufig, dass ich bei Videos einfach die Maus im Bild lasse. Das tut mir leid. So, ein Zielscheibenschalter. Wir wissen, wir lesen das alles später am Schluss durch. Habe ich ja, glaube, vor 2 Folgen gesagt, oder? Oh, mein Hals tut immer noch ein bisschen weh. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal... Rostböenmeer. Ja, habe ich Lust drauf. Ihr auch? Dann let's go. Kommt mit. Tschüss. Frag mich, was die Waddle Dees dann irgendwie machen, wenn wir alle... Klar, im Dorf wird immer mehr ausgebaut. Aber... Übrigens, was geht's denn hier weiter? Hier ist fertig? Wir sind einfach schon in der letzten Welt? Okay. Das Frostböenmeer. Schließ den Abschnitt ab und rette 5 Waddle Dees. Hab ich vor. Retten, der Wind schiebt mich weg. Ja, ja, ja. Okay. Kann Uhr. Kann so bedingt gegen anlaufen. Wahrscheinlich Aufgabe, werde kein einziges Mal ins Eiswasser gegeben. Stop. Red. Ich glaube, hier ist ganz gut, wenn wir hier sind. Nein, ich wollte ihn hauen. Bin aber auch fies. Boah. Hier kommt der Wind von der anderen Seite. Habe ich auch gerade gemerkt. Ah. Nein! Mieser, feuerwerfender, kleiner Feuermeister. Meine Prediction ist... That was random. I jumped. Mein A-Knopf geht nicht. Doch, jetzt. Ihr wisst nicht, wie oft ich A gespammt habe. Hier, A springt, ja. Hui. Das ist ein Waddle Dee wert natürlich. Und ein neues, also halt nicht ein neues Item. Halt eine andere Verwandlung. Jetzt diese ausdrücken. Und zwar die Igel-Verwandlung. Die ein bisschen weird aussieht. Aber nun gut. 1 von 5 Waddle Dees. Ich hoffe, das ist ein langes Level. Das Level hat nämlich eine echt coole... Darf ich sagen, Idee? Oder ist das schon wieder so... Much Hype? Ich weiß es nicht. Rechts ist was. Ich dachte, das könnte man nur mit einer Bombe machen. Ein...
ein Sammelitem. Ich muss irgendwann mal diesen Namen googeln. Ich komme mir immer blöd vor, wenn ich dazu Sammelitem sage. Und eine Cone. Eiscreme. Cone. Cone ist, glaube ich, Waffe. Ach, frag mich. Da unten gibt es was zum Einsaugen für uns. Hier ist ein Boot. Werdet eingesaugt. Ich will mich trotzdem hier gut umgucken. Und wir sind wieder... der Pustewolkenmeister. Genieße drei Mahlzeiten auf hoher See. Fahre nicht an jeder Münze vorbei. Ich hab doch Also, come on. Brauchst du ja Heilung. Da können wir pusten. Da ist Heilung. Komm ich denn da hoch? Hier ist eine Anlegestelle. Bumm. Perfekt. Weil hier kann man was pusten. Und da unten ist ein Waddle-Dee. Ah, das ist wahrscheinlich für den, ja. Ah, da wären wir gar nicht hingekommen. Okay, ich dachte vielleicht, das Gitter geht auf oder so. Wir wären gar nicht erst hingekommen. Es sind Stacheln davor. Das ist die letzte Mahlzeit. Ja! Da muss ich rein. Waddle Dee, sei unser. Finde ich gut. Ey, das Spiel ist so rewarding teilweise. Das macht echt Spaß. Ah, in Richtung Land. Ja, das weiß ich. Komm. Mal essen. Oh, hier gibt's was Verstecktes. Hier glitzert's. Oho. Oho. Wir müssen ja sowieso die Verwandlung verlassen. Dementsprechend gibt es... Hä? Vielleicht doch dieses Ding? Mit dem Ding. Hab nichts gegen. Nein. Da ist ein Waddle Dee drin. Also Angriff ist es nicht. Es ist wieder vereist. Es vereist. Ich habe die Feuerdudes da oben besiegt. Ja. Oh no, das ist halt blöd, wenn man wirklich jeden Gegner besiegt, den man findet. Da ist irgendwo noch so ein Feuergegner. Wir spawnen auch nicht, oder? Wie dumm kann man sein? K-Storm, ja. Ich versuche Eis warm zu pusten. Ah, ist okay. Ich verstehe. Muss ich euch das reinschneiden oder ist es okay, wenn ich das Off-Cam hole? Gut. Wissen, wie wir hinkommen? Ich bin mir sicher, es ist ein versteckter Waddle Dee. Ach komm, ich schneid's trotzdem. Bin hier ganz... Ach, da ist jetzt so einer mit Feuer. Komm, dann... nehme ich den gerade mal.
Weil Feuer fand ich ja sowieso schon immer mega cool. Hier können wir was verpacken. Wenn wir uns hier blöd anstellen. Hier gibt's Laternen. Die aber sind nicht als Cheat. Oh lol. Hallo, Waddle Dee. Ja, okay. War auf jeden Fall ein Waddle Dee da vorne. Dann ist doch gut, dann. Da will ich hin. Ja, macht auch Sinn. Bin ich da echt. Manchmal bin ich schon. Manchmal. Ich. Eine. Oh Gott. Eine Rolle. Drachenfeuer. Oh, ihr könnt Feuer noch stärker machen. Huiuiui. Oh, Feuer wird immer besser. Nein. Nein. Ja. Das ist mega unfair gewesen. Stimmt. Oh, sorry, da ich gegen's gekommen bin. Ich kann auch einfach... Ja. Was ist hier? Ring in den geheimen Raum. Ja gut, mache ich. Wenn das nicht weitergeht und ich danach wieder hochkomme, nehme ich das doch mit. I see. Lauf, 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 lauf. Ist egal, ist egal, ist egal. Ah, wenn knapp ein Ausdruck hätte. Was hat das jetzt gebracht? Ich will dafür was. Ein Waddle Dee. Der vierte. Richtig? Ja. Nee, der fünfte. Wir sind schon so weit. Boah, uns fehlt noch so viel. Okay. Also eins haben wir auf jeden Fall schon verpasst. Gut. Ja, okay. Achso, ich muss sie erst besiegen. Warum? Ja. Immer dieses Höhe ändern. Lol. Ey, war doch mein Sammelgegenstand, den ich mitnehme. Und ja. Gut. Rette die Becken Waddle Dees und eine windgeschützte Hülle. Okay, da hätte ich keine Ahnung, wo es ist. Da muss ich nachgucken. Dann würde ich sagen. Gleich, also klar. Wir müssen gucken, ob sich was verdingst. Und dann machen wir gleich noch im Anschluss das Drachenfeuer. Also nochmal Feuer verstärken. Huiuiui. Habe ich schon mega, mega Bock drauf. Ich sag's euch. Feuer ist ja mein Lieblings-Item in dem Spiel, wie ihr sicherlich wisst. Auf der Brücke ist nochmal ein Level und dann ist auch schon beim nächsten Mal Endboss. Für die Brücke dann in der Folge. Haben noch die ganzen Zusatzsachen. Ich weiß, wie du das machst. Ich hoffe, dass der Endboss nicht in 5 Sekunden gegessen sein wird. Dann würde ich sagen, wir machen beim nächsten Mal das Level. Und die ganzen kleinen. Ich mache jetzt noch ganz kurz die Achievement. Ja? Ja, bis gleich. Keine Ahnung, wie ich das nicht sehen konnte. Nachdem ihr hier mit dieser Rolle hingerollt seid, einfach hier links runter. Das ist die windgeschützte Hütte. Wir ganz schön ankämpfen müssen. Und natürlich, wenn ihr dann nicht so blöd wie ich gerade mit Feuer nach hier hinten kommt, könnt ihr das hier wegschmelzen und dahinter befindet sich der letzte Waddle Dee. Oder halt in meinem Fall jetzt der dritte. Und an der Stelle würde ich mich dann auch schon von euch verabschieden für heute. Tut mir leid, aber ich muss in die nächste Folge. Wir sehen uns safe beim nächsten Mal wieder. Schaltet auf jeden Fall ein, wenn wir die Brücke des Unheils machen. Schlacht auf der Blizzard-Brücke. Und dann lasst gerne ein Like da und bis dann. Ciao, ciao, Leute.